Jo, und da sind wir auch schon wieder. Wir haben uns jetzt ein bisschen beraten, wo wir jetzt als nächstes hingehen. Genau, und wir Das haben gesagt. Ganze ist beraten worden. Wir gehen da auf den unbekannten Ort. Und der Braune fliegt uns wieder mal. Easy, fliegen da hier. Ja, Okay. sehr wohl, nicht? Ich habe mein Gebet schon abgeschlossen, also von daher, kein Problem. Oh mein Gott. Ich mach das, ich fliege. Kannst du eigentlich die Drohne aus dem Flugzeug starten? Ja? Kannst du die Drohne aus dem Heli starten? Nein. Doch, wie hast du die gestartet? Die Ja, fliegt gerade. aber ist im Heli. Jetzt nimmer. Nee, kann's nicht. Ich kann's nicht benutzen. Kannst du Fernglas nehmen? Also ist der Heli eigentlich die schlechteste Option, was wir haben. Ja. Dann nochmal da unten auf den Parkplatz. Der scheint mir irgendwie suspekt. Ja, wo bist du denn dann? Bei dem Haus da, oder? Ja. Genau deswegen habe ich mir gedacht, dass das suspekt ist. Wieso? Du willst deine Haus warten, nicht ich? Ja, du hast einen Zivilist umgebracht. Ich hab gar nichts geschossen, Alter. Du hast den Typen da erschossen. Oh, cool. Okay, also Heli ist unsere schlechteste Option für so kurze Strecken. Ja, ich geh mal rauf. Okay, die ist das an. Ja. Oben ist safe. Passt. Wie schauen wir unten Ja. aus? Kein Fallschaden, okay. Gibt's da unten irgendwas zum. Na. Ich hätte nichts gesehen. Alles klar. Okay, also merken, mit Heli nicht so nah an Dörfer hinfliegen. Ich habe gesagt, du sollst zu dem Parkplatz da hinten. Welchen Parkplatz hättest du gemeint? Ich hab da neben dem Parkplatz gesehen. Den da. Ja, Alter, das glaube ich war ja nur mehr aufgefallen, weil da sind wir nämlich ziemlich nah am Dorf. Ja, wir wissen ja nicht, wie das Dorf beieinander ist. Ja, deswegen da ich sagen, wir gehen jetzt rechts rum da auf zum Gipfelkreuz. Halt, da können wir was markieren. Wo? Naja, da. Öl! Und daneben ist auch noch was. Oh ja, in dem Dorf ist was los. Ja, deswegen gehen wir auf hier gleich. Shit, wir haben Gesellschaft. Sind das vielleicht da die rosa Markierung auf dem Ding? Wenn du da umschaust, siehst du so eine Markierung, so eine rote. So einen roten Farbklecks auf der Map. Siehst du denn? Ja, ich sehe. Gut, das war meine Hoffnung, dass hier oben keiner ist. Okay. Deswegen, oben hast du nämlich eine gute Position. Ich starte los. Ja. Ich sehe noch einen Tango. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Oh, da ist ein Toter. Tango 5. Hier, helft er mal. Die Drohne ist oben. Auf dem Dach Scharfschütze bei der Kirche. Ja, Siegen. Fliegen wir ein bisschen hinten rum. Ja, Batterieleistung schwach. Ah, Signalstärke. Noch ein Tango, es sind jetzt 10. Leck mich am Arsch. Was auf jeden Fall, wie wir als erster machen. Den da. Danach den da. Dann die zwei, die was hier vorne stehen. Da müssen wir aufpassen auf die Patrouille da hinten. Warte mal kurz, mir jetzt gerade die Aufnahme gerissen, glaube ich.
Aber mein Fehler, hat's doch mitgerissen. Okay. Das war mein Plan. Okay, jetzt sieht man meine Taskleisten im Spiel. Cool. Okay. Okay, jetzt bewegt er sich auf einmal. Dann war der Zwarer der Einser und der Ander da hinten, der auf dem Turm, der... Oh, der fährt nichts. Moment, ich mach da einen kurzen Cut, weil ich muss mir das Leisten auszutun. Alter? Du willst mich verarschen. Drück den nicht mehr weg. Ah, jetzt habe ich es gebaut. F9. Wie gesagt, kurzer Cut. So, jetzt sind wir da. Okay. Ich lasse nochmal die Drohne los, ich möchte nur hinten um mich schauen. Ah, ein Toter. Da ist aber sonst nichts. Der auf 140 stand gerade ganz gut hinter die Hütten. Schau dir den mal an. Den da. Ist da irgendwas in der Nähe? Bitte wo? Da. Ah, da unten sind nämlich noch Bescheid oder so. Ja, jetzt ist er weg. Scheiße. Da oben ist viel los, kannst du vergessen. Nein, in die Richtung. Ah, den. Okay. Ja, nein, da ist auch was los. Ja, da sehe ich nur zwei Leute. Ja, sonst siehst du nicht. Ja, da hinten steht einer und davon sind auch noch zwei. Den da hinten könnt das machen. Welchen? Nein, geht nicht. Da hinterm Haus ist einer. Nein, ist keiner. Das ist sicher. Da bin ich ja gerade umgeflogen. Da ist keiner mehr hinterm Haus. Jetzt ist er weg. Ich hoffe, du hast recht. Ja. So, pass auf. Wir könnten uns als nächster SPV... Ja. Den da. Die sind alle in Bewegung. Ist auch einer. Die sind alle in Bewegung. Wir müssen immer schauen, wenn wir jemanden umgeschossen haben, dass sie da keine Hiebe bewegt. Wie tue ich Simultanschuss anfordern? AQ. Ah, geht nicht. Nein, weil ich schon zwei habe. Aber der da unten, der geht. Dem. Mit Q. Den da? Ja, genau, ich kann wegschießen, wenn du willst. Ja, mach ihn weg, ich schau, was der da oben tut. Tango getroffen. Reagiert noch nicht. Okay, es ist alles gut. Ah, alles klar. Passt, der hat nicht reagiert. So, der Sniper da hinten ist nur zu weit weg, dass ich ihn gescheiter treffen darf. Ich hab schon nachgeschaut, mein Lieblingssniper ist drin. Okay. Die MSR. Wir könnten aus dem nächsten. Als nächster, den Ornser, der kommt gerade auf die Leiche zu. Scheiße. Schießen, schießen, da ist nichts in der Nähe, schießen. Ich krieg ihn nicht, der ist hinterm Felsen. Und wenn er nicht stehen bleibt, dann ist er scheiße zum Schießen. Jetzt ist er stehen. Ich krieg ihn. Ich hab ihn. Webschuss. Die zwei Daten jetzt, gell? Die zwei ganz vorn? Ja, genau, der, wo so oben steht, wenn der Ohr kommt, und der da. Ja. Warte, da kommt einer. Ja, da kommt von hinten einer. Mann, ja. Ruhig, gut. Wir müssen aufpassen, dass der von, wenn der von hinten kommt, der darf nicht zu weit vier gehen, ansonsten müssen wir da schießen. Weil wenn der die Leiche sieht, haben wir ein Problem. Ich kann den, der was jetzt da hinten kommt, umlegen, sobald der bei der Mauer ist. Dann darf jetzt keiner mitkriegen. Wir könnten, wenn der da vorne bei dem anderen, also warte mal, der andere geht jetzt gerade. Ja. Ich wollte gerade sagen, wenn der die zwei zusammenstehen, dann könnte man nämlich die zwei ausschalten, bevor der dritte hochkommt, können wir den dann umlegen. Der andere geht gerade auf. Nein, der andere geht zurück. Wir müssen den Zwarer und den daneben gleich umlegen, weil der geht gerade runter zur Leiche. Okay, ich kann den unteren nehmen. Dann nehme ich den, der was steht. Okay. Jetzt. Hab verfeilt. Haben. Gegner getroffen. Der Ansatz nicht checkt. Wir sind nicht verdächtig.
Nein, der Eins hat's nicht gecheckt. Du musst jetzt den Eins im Blick halten, auf jeden Fall. Ja, aber wir können gleich die zwei eigentlich hier unten machen. Okay. Vorderen oder hinteren? Mir egal, such dann aus. Ich nehme den hinteren. Okay. Boah, der bewegt sich so viel, das ist so eine nervige. Warte mal kurz, ich muss mich ein bisschen umlegen. Weil der orange Kreis stört mich. Okay, haben. Warte, ganz kurz. Jetzt hat's gehen. Okay, Schuss. Ja. Tango getötet. So, dann hätten wir die vordere Hälfte, glaube ich, so ziemlich durch, oder? Jo. Wir müssen nur auf den Einser warten, der bewegt sich nicht wieder ober. Ja, ich weiß, der Rest ist eigentlich sehr stabil, was ich so gesehen habe. Yeah, wir brauchen circa eine Viertelstunde, um ein Dorf auszurotten. Ja, wir machen es jetzt defi. Ich habe schon gehört, man kann einfach rein rushen auch, aber ich glaube, das ist nicht so ganz das Ziel von dem Spiel. Man soll ja da ein bisschen defi. Du kannst den Ohren so umlegen. Das hat jetzt keiner. Glaub, warte mal. Nee. Ich nehme die Drohne. Der Ohrenser geht hinten rum. Ja, ich sehe es. Der ist gerade aus meinem Blickfeld verschwunden. Jetzt war er wieder drin. Jetzt muss er gleich sterben. Ich siege nicht mehr. Okay, den kannst du aber nicht mehr, du dürft nichts mehr rumkriegen. Fuck, er siegt. Was? Das Problem ist, Quinn, wenn er jetzt nur weitergegangen war, hätte er die Leichen gesehen. Scheiße, meine Nerven, Mann. Okay, wir können vorrutschen. Ja, wir dürfen halt nur nicht aufpassen, dass uns der Sniper nicht erwischt. Ducki, 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 wieder den Berg runter. Lauft, lauft. So. Langsam geht es voran. Da musst du ein bisschen der Taktik zurechtlegen. Ja. Da drüben ist Munition zum Aufnehmen. Ich will eigentlich irgendwas probieren, aber was sind denn die zwei Leichen jetzt eigentlich? Waren da nicht zwei Typen, die was umgeschossen haben? Ja, da ist ein Blutfleck. Also Leichen ist da gar keiner mehr, oder? Nein, die ist verschwunden. Okay. Ich würde sagen, wir gehen über hier hinten auf, oder? Alles klar, bin dabei. Außerhalb vom Sniper-Sichtfeld sozusagen. Hey, wir haben einen Narko. Sag mir wo. In der Kirche. Okay, pass auf. Hier wäre ziemlich leer, der Ort. Genauso abgebrannte Kirchen steht da. Hier wäre ziemlich leer, da wäre es ziemlich aufgerammt und wir hätten eine gute Sicht einmal auf. Da haben wir zwei, da haben wir einen. Da ist einer, das ist der Schorf, den haben wir eh schon. Da hinten um mich auch noch und da dürfte auch was sein. Okay. Ich glaube, ich habe nichts übersehen beim Markieren. Na, der Fall ist da oben, musst aufpassen, gerade vor dir stehen nämlich zwei. Ich weiß, die Six, hab's im Sichtfeld. Ich komme mal zu dir offen. Ich bin gerade am überlegen, wie ich weitermache. Ich würde sagen, zum schwarzen verkohlten Haus geht es dann am leichtesten. Ja eben, das habe ich ja gemeint. Ja, ich stehe da gerade hinter einer Mauer. Das wird ein bisschen schwerer, den hinterm Sniper, den da, den hätte ich fast als Nummer 1 gesehen. Ja, ui, wir müssen. Da hinten steht einer, die zwei. Wenn ziemlich safe, da ist eh nichts los. Der bei der Tür. Der Sniper. Ah, es geht nicht, den kannst du nicht schießen. Weil du hast genau da hinten hast an. Und hinter der Kirche wäre nichts, das ging sogar.
Ja, deswegen, da die sagen, wir crouchen hier hinten rum. Wo hinten rum? Wo bist du? Hier, neben dir, schau, hi. Ah. Möchtest du dem Haus da, oder? Ja, genau, zu dem Haus. Und dann von hinten nach vorne auframmen, sozusagen. Alles klar. Weil der fährt hier hinterm Haus, genau jetzt, außerhalb vom Sichtpunkt von die 2 sei, genau. Wenn der Orne immer nur solo ist, ohne dass jemand hinschaut, sag mal Bescheid, weil dann lege ich den von hier um. Der Zwarer? Der Zwarer, ja. Bauer dürfte solo sein. Tango ist. Die haben's gehört. Geht das? Ich hab gehört, die zwei haben's gehört. Schick gemacht. Erledigt. Passt. Ich hab keine Ahnung, vielleicht hat's genau einer vom Auto aus gesehen. Weil jetzt kann die den Ohrenser nämlich umschalten, danach den Sniper, ohne dass auffallen darf. Oder was sagst du? Moment. Ja, Ohrenser bewegt sich gerade. Ich muss dann wieder okay, warten. Okay, zwei sind weggegangen, ohne dass ich erkannt worden bin. Jetzt kann die den Sniper solo killen. Über Zeit. Warte mal. Ja. Okay, passt. Der war unser Draht wieder. Bösche, wo bist du hier? Na, Draht. Also, der bleibt davor einfach stehen. Okay. Nimm den Ansa. Ein Ansa? Sniper. Okay. Ich hol mir den Ansa auf der anderen Seite. Abschuss. Sniper ist down. Die werden dich sehen, warte. Der Ohrenser hat's checkt. Ohrenser lädt. Hat's nicht mitgekriegt. Ja. gute Taktik. Dann fein nur noch die im Haus. Nein, einer steht draußen. Pass auf. Ich schleich hier rum. Gib mir Zeit. Im Haus ist safe, wo bin ich jetzt gekommen? Okay. Jetzt die BI ist hinterm Haus. Ja genau, beweg dich mal hinter das Haus. Ja, bin hinterm Haus. Hier bis zu den Kanten, wenn die BI ist, erwischt den ohne dass er auffällt. Geht um die Ecken, pass auf. Ja, gleich. Da ist eine böse Pflanze. Ah, böse Pflanze. Tango ist tot. Keiner mitkriegt. Ja. Nächster. Butler, ich komm. Alter, was ist das für ein schwuler Topf? Ah, wollte ich gar nicht. Pass auf, den vorderen. Wir jetzt auch schauen. Pass auf, da ist ein Topf. Ja. Fahr dann Hedy. Jetzt nimmer. Abschuss bestätigt. Pass auf, die brauche ich nämlich jetzt. Kommt raus, ach fuck. Okay. Hat auf der Drohne geschossen. War der letzte, glaube ich. Alle noch ganz. Warum war der hier drin? Ja, das weiß ich eben auch nicht.
Der hat mich ja gerade so geschockt. Stellen muss. Ja, Kerker. Aber für was? Vielleicht wäre da irgendwann einmal gewesen. Wenn uns das herführt. Dann können wir wenigstens gehen heute schon. Da muss ja irgendwas geben. Ja, Munition, die brauche ich auf jeden Fall jetzt erst einmal. Ein Totenschrein, interessant. Muss irgendwas da geben, wir sind ja nicht umsonst hergekommen. Es schaut fast so aus, als wären wir es doch. Da in die Hütten kannst du rein, aber da war nichts. Ja. Hier ist nur Munition. Das akzeptiere ich so nicht, da muss ja irgendwo was sein. Haben wir da wieder Tür eintreten oder so? Da hinten ist auch noch was offenes. Gibt's ja nicht. Ernsthaft, du verzeihst mir einen Witz. Den mit Atombomben? Ah, mit zwei Marines im Flugzeug. Nicht mit der Atombomben. Ich hab gedacht, das ist der wieder mit der Atombomben. Na, wir haben das Dorf zum Spaß ausgenommen. Nee. Akzeptiere ich noch nicht. Ich war jetzt überall. Auf der Karten wird auch nicht so gezeigt, dass hier jetzt irgendwas Besonderes war. Aber von Kisten? Na. Da hinten blinkt. Ah, ja was. Digni, was? Ja. Operation, um ganz Bolivien was sind die hier? In dem Haus jetzt, oder was? Kam, oder? Nicht alle. Ich sehe eine Waffenkiste. Cool. Ja, ich akzeptiere das nicht so. Ich schaue mir nur weiter um. Unterlauf, vertikaler Handgriff. Cool. Ich schaue mir nur weiter um. Ich akzeptiere das nicht, wie gesagt, Alter. Ja, das hätte ich jetzt echt nicht akzeptiert, Alter, wenn... Bäh! Aber sowas von überhaupt nicht. Ah, mei. Und Stufe 4 erreicht. Geht's jetzt. Fertigkeiten 6 verfügbar. Was haben wir denn? Zweimal Drohne, Batterie, Reichweite, Reichweiten-Upgrade, Teddy. Trupp, extra, Wiederbelebungstempo brauchen wir noch nicht. Objekte, Fernglas zu Mine. Oh, interessant. Das Haus habe ich noch nicht angeschaut, ob man da irgendwie einige kann oder so. Tür aufbrechen. Doch, da kommen einige. Schau oder so. Ah, kommen nicht. Okay. Interessant. So, alles klar. Jetzt natürlich haben Fertigkeiten. Hallo. Da Fertigkeit. Drohne. Reichweite. Sehr wichtig. Danke. Na, mit der fliege ich nicht oft genug, dass es jetzt schon rendieren hat. Ausrüstung. Für was haben wir Ausrüstung gekriegt? Unterlauf, Maschinengewehr. So, nächste Ziel. Alter, Unterlauf. Vertikal. Handbarkeit. Präzision. Aber die Handbarkeit. Bauen wir mal auf. Da war der nächste. Gut. Beim nächsten Mal vertrauen wir, wenn ich sage, da muss was sein. Ja, nein, passiert halt. Alles klar, so. Gurten. Santa Maria.
Ja, mal. Ja, wo ich will. Ich hab mal meinen Vorschlag markiert. Unbekannter Ort da hinten. Oh, bin dabei. Okay. Auto. Ja. Hier ist gleich provokant auf dem Beifahrersitz sitzt. Sicher. Alter Scheiße. Die Autos sind so beschissen zu fahren, oder? Du bist gerade über die Schweinis drüber gefahren. Ja, kehr den noch. Wow, fast what? Falsch. Alles hoffe. Warte mal, da ist ein lilaner Punkt. Wenn meine wenn jetzt meine Aussage stimmt mit den Punkten, dann darf er das, wie heißt es, Unidad-Einsatzkräfte-Punkt sein. Ja, dann schauen wir. Die Drohne ist oben. Ja, jetzt stresst die mal nicht. Fahr mal ganz langsam Fähre. Ich hab recht gehabt. Zwei Leute, Radarkontrolle. Das heißt, wenn wir da jetzt geordnet vorbeifahren, dann geht das, oder? Keine Ahnung, wir könnten es gerne ausprobieren. Das sind nur zwei Leute. Wofür fahren wir es zusammen? Wenn nicht, fahren wir es zusammen und ich, du schießt aus dem Auto aus, ja. Ups. Alarmiert, wir müssen zurück. Ups. Musst du mir aufhören, den Hang da runter zum Fahren? Entschuldigung. Vor allem da lebt noch einer. Ja, super. Fahr mal. Willkommen. Ganz auf. Weg da. Ich stirb gleich, wenn du so weitermachst. Ja, was willst du denn, Alter? Ja, weiter wegfahren. Ja, was du denn meinst? Ich bin viel zu jung zum Sterben. Raus! Verdammte Scheiße! Alter, die sind gepanzert! Ach du Scheiße! Unidad, Einführung. Okay, das ist krass. Was denn? Das ist sowas wie Sterne. Umso mehr du von denen leid, umso, wenn du die nicht sofort unentdeckt tötest, dann erhöht sich die Patrouillenstufe immer weiter. Und weiter, okay. Und weiter. Das heißt, wir müssen die da unten jetzt loswerden. Okay. Das einzige Problem ist, die haben scheiß Panzerhelme. Warner kommt zu dir auf. Glaub da. Ja, Unidad schon wieder, scheiße. Die haben. So. Da kommt nur eine, jetzt haben wir schon bei zwei Sterne. Scheiße. Es wird drauf rauschen, oder? Wir sind jetzt nur gejagt, sie haben uns nicht gefunden. Ja. Es kommt von oben eine. Ja, ich sehe es gerade. Die haben uns. Fuck. Kim!
Ja, ich bin im Echo, was soll ich tun, wenn ich reinkissen bin? Ach so, scheiße. Boah, ich glaube nicht, dass ich die da aushören kann. Na, die kommen zu siebt da gerade den Hang auf, Alter. Ja, jetzt sind wir mal gestorben, Success. Also, jetzt wissen wir, da können wir nicht gesittet vorbeifahren, ohne dass die das nicht checken. Ja, ich hab mir gedacht, man kann vorbei, ist ja nur Radarkontrolle. Ja, es war nur Radarkontrolle, bloß irgendwie waren die dann irgendwie aggressiv. Decke, das ist eine Unwort. Also, wir merken uns, diese müssen. Und aber ich habe recht gehabt mit den Punkten. Lila Punkte für solche Sachen. Okay, jetzt haben wir wenigstens keine Dinge mehr und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Genau, in der nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao. Peace out.